Hallo, willkommen zum neuen Video. Könnt ihr auf der rechten Seite sehen, was für ein Motiv gemacht wird. Es ist heute Totenkopf mit einer integrierten USA-Flagge. Wie immer schwarz-weiß sind opake Farben, alle anderen Farben sind transparente Candy-Lacke. Ich habe jetzt die erste Schablone, lege ich jetzt das Weiß vor. Wie immer habe ich auch den schwarzen Chromalux-Karton. So, jetzt wechsle ich auf opak schwarz und male alles in dieser Schablone aus. Und das ist die Schablone Nummer 3. Und dort male ich ein Grau, ruhig am Anfang ein bisschen leichter, dunkler kann man immer werden, wobei es sich zum Beispiel bei dunklen Farbtönen wie jetzt dem Dunkelblau in der Flagge durchaus lohnt, in dem Bereich dunkler zu arbeiten. So, jetzt habe ich mittlerweile auf Rot gewechselt. Male alle Sachen dort aus. Wechsel dann auf dunkelblau. Und das kann man sehen, dass halt die Grauanteile fast verschwinden. Das heißt, da kann man durchaus schon vorher ein bisschen dunkler werden. Das Schöne an den Arbeiten mit den Schablonen ist, man kann ja jederzeit die Schablone wieder auflegen und die entsprechenden Stellen dunkler nachlegen. So, ist wieder gewechselt auf Weiß. Jetzt kommen die Sterne und dann anschließend die Highlights in dem Schädel. So, bei dem Highlight Weiß im Schädel mache ich auch nicht das hundertprozentige Weiß. Sondern alles nur so ein bisschen. Man kann halt immer noch, wie gesagt, die Schablone auflegen und was nachlegen. Und das geht halt. Die Schablone von das Innenteil von der Nummer 1. Leichte Rauchschwaden noch machen. Ich habe jetzt in den Augenhöhlen und in dem Mund sind noch so leichte Strukturen. Kann man machen, muss man nicht. So, und jetzt wechsle ich wieder zu Schwarz. Und lege nochmal Schablone 1 und Nummer 2 und 3 auf. Und dann werden zum Beispiel auch noch diese, die Sterne und sowas, wird dann auch nochmal ein wenig abgetönt. Sodass wir helle und dunkle Flächen nochmal nachgearbeitet haben. Wenn es gefällt, könnt ihr den Kanal abonnieren. Über 700 Videos im selben Stil. Bis dann. Ciao.